Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. Heute mit dem allerersten Versuch, einen Speedrun zu machen. Ich starte gleich die Zeit bei Spiel starten. Das ist das Routing-Video, das heißt mein allererster Versuch. Das nehme ich auf, um dann später zu vergleichen, wie es später ist, wenn ich dann schon ein bisschen geroutet habe und ein bisschen was erfahren habe. Deswegen machen wir jetzt Spiel Start. Let's go. Ich bin gespannt, wie lang ich für den allerersten Durchlauf brauchen werde und wie schnell ich da bin. Es wird natürlich sehr viel Lernen und so sein. Vor allen Dingen auch, welche Klassen nehme ich. Ich werde mir keine Vasallen dazu rufen. Bedeutet, ich spiele nur mit dem Vasallen, mit meinem Koop-Vasall, aber nicht einen dritten und einen vierten. Das wird schon sehr spaßig. Und der erste Plan war, selber den Dieb zu nehmen und meinem Vasallen dem Magier zu geben. Dieb ist gerade für den Anfang richtig gut, weil er echt schnell ist. Man könnte auch für die Wege zum Laufen überlegen, den doofen Krieger zu nehmen. Den müsste man aber erstmal freischalten, ob das dann später wirklich so viel ausmacht, ist auch wieder die Frage. Aber den Anfang, den kann ich schon mal. Bis Fatal, das weiß ich alles auswendig und das ist auch easy. Da muss man echt nicht viel machen und nicht übel stark sein. In Fatal muss man das mit dem Flammenpalast machen und ich muss auch mindestens mal einen Drachen besiegen, um Lindwurmkristalle zu bekommen. Das könnte auch schwierig werden. Ich werde mir auf jeden Fall Stelen mit dazu nehmen, dass ich die eventuell nur klauen muss und den ich besiegen muss. Das wäre nämlich sonst vielleicht auch zu haarig. Aber ansonsten, bis auf die Lindwurmkristalle, habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, dass ich das gut hinkriegen werde. Ich bin mal gespannt, was so die erste Stunde so mit sich bringt. Wie gut die so ist. Weil gerade der Anfang, da verliert man ja oft Zeit und dann am Ende ist eigentlich richtig easy. Ich werde das Standardende nehmen. Also gottlose Weltende ist ja nicht das für einen Speedrun, oder? Dann kann ich doch einfach den letzten Drachen besiegen und ohne das Bandschwert zu nutzen. Ich denke mal, das ist der Play. Natürlich immer alles überspringen, was geht. Und jetzt rauf da. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, auch an den Kopf zu springen. Das Zwillingsfänger. Aber irgendwie, also ich bin mit der, also mit dem, ganzen. Ich glaube, ein perfekter Run, da springst du an den Kopf. Vielleicht soll ich das auch direkt ausprobieren. Das wäre eigentlich, Flinkschritt habe ich. Wäre eigentlich der Way to go. Wir versuchen natürlich auch schon ein paar Strats zu entwickeln, um direkt am Anfang hier richtig gut. Guck mal, wieso rennt der, wieso, also das Klettern, sage ich euch, ist so komisch manchmal. So, jetzt bin ich am Kopf. Hier mache ich am meisten Schaden. Also der Play wäre eigentlich am Anfang sofort hier auf den Kopf zu springen. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Direkt hier auf den Kopf zu springen und sie komplett fertig zu machen. Weil ich habe ja jetzt hier auch noch keine Vasallen. Die helfen mir auch alle nicht. Aber das war schon ganz gut fürs erste Mal. In einem perfekten Run würde ich sofort auf den Kopf springen und den Kopf abhacken. Also den Kopf angreifen. Das macht am meisten Schaden und das kann ein paar Sekunden am Anfang auf jeden Fall einsparen. Vielleicht am Anfang doch eine Fernkampfklasse nehmen. Gerade hier für Fernkämpfer, was willst du sonst machen? Du kommst ja gar nicht ran. Das ist ja scheiße. Also ich könnte mit Steinen abwerfen. Ist das der Play? Da kommt doch die Fähigkeit mit ranziehen. Ja, aber die habe ich halt ganz am Anfang nicht. An sich hast du recht, aber die habe ich ja jetzt noch nicht. Und hier sind nur Nahkämpfer. Vielleicht ist gerade am Anfang doch der Bogenschützen besser. Und sobald ich in der Hauptstadt bin, wechsle ich auf den Dieb. Gerade für diese Viecher hier. Das kostet ja sonst viel zu viel Zeit. Aber es läuft. Ich glaube, Magistrat kann ich mir auch schenken. Ich glaube, es ist nur Maskenball und dann die Krönung. Da bist du hier nämlich schon durch. Das sind nur zwei Missionen. Das kannst du richtig schnell schaffen. Der Magistrat war unnötig. Das ist nur einmal hier ein Schlossrennen.
zu dieser, die Disas Pläne und jetzt nochmal Maskenball. Und danach hast du schon Krönung und bam, Batal. Du hast genug Geld, um die Bistre-Maske zu holen, zack, kannst nach Batal rein. Da musst du Glück haben mit dem, musst du Glück haben mit dem Ork, mit dem Ork-Karren, dass du keinen Angriff bekommst. Weil Schaden wirst du nicht machen, Batal. Da muss ich doch diese Mission machen. Das kannst du, das ist ja übel langwierig. Monsterjagd, wisst ihr, wie lange das ist? Dann heißt, ich muss Monsterjagd doch auch machen. Oder zurück nach Melve. Zurück nach Melve wird mir direkt Lindwurmkristalle geben, ne? Und da ich eh einen besiegen muss, wäre das halt gar nicht so dumm. Aber der Drache ist halt da, ne? Da renne ich gar keine Umwege und gehe direkt oben ans Geschütz. Und dann braucht er zwei Schüsse. Ich kann nicht nach links und rechts. Hey, wieso kann ich nicht nach links und rechts? Das ist ja komisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ging. Geht das nur mit zwei? Ah, da drehen. Wieso macht er das, sagt das denn nicht? Geht das nur mit mehreren Vasallen? Ist es mein Fehler oder habe ich einfach gerade Pech mit dem Computer? Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt mandatory hier ist, aber es wäre halt eine geile Möglichkeit gewesen, um easy Lindwurmkristalle zu bekommen. Vielleicht brauche ich dafür mehr Vasallen. Das muss ich nochmal ausprobieren im nächsten Run. Das wäre halt easy, um Lindwurmkristalle zu bekommen. Und ich würde halt dadurch die mystische Klinge bekommen, was auch nicht so schlecht ist, ne? Zwei Lindwurmkristalle, auch nicht so schlecht. Mystische Klinge, die könnte man da natürlich auch nehmen, ne? Mit dem Schild ist man unbesiegbar, gerade für das Ende. Bin gleich bei 1,5 Stunden und bin immer noch in Vermund. Du brauchst den Passierschein nicht. Ja, aber es muss ja die Questreihe weitergehen. Ich weiß, dass ich vorbeilaufen kann. Aber, also das wäre die nächste Frage. Muss ich die Brandmission nicht machen? Kann ich direkt nach Batal rennen und dort Missionen machen? Gibt es nur ein paar Missionen, die wichtig sind, dann ab nach Batal und scheiß auf alles? Ich kann natürlich auch einfach so nach Batal, ohne Passierschein und ohne alles. Juckt mich nicht. Ich habe nur gedacht, ich müsste die Mission bei Brand machen, bis ich diese Cutscene habe mit dem Thron. Es ist nervig. Also ich bin immer mehr davon überzeugt, dass Dieb vielleicht doch nicht die beste Klasse ist für einen Anfang. Denke auch Bogenschütze und dann mystische Klinge. Ja, das wäre der Play. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit nur einem Vasall. Gibt es da eine Regel für, dass ich nicht noch mehr Vasallen holen darf? Weil guck mal, ich bin einfach eingeschlafen, ich kann nichts machen. Ich bin stunlocked. Mann, kämpf doch, greif doch an. Das geht mir auch um, sagt, dass ich nicht anvisieren kann, ne? Und genau hierfür Bogenschützen. Alter, das fuckt mich ab. Wieso habe ich Angriff auf Viereck, Mann? Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Und dann kannst du nicht einloggen, wen du anvisierst. Das ist so dumm gemacht. Und von hier aus nach Havel. Das ist doch kacke. Ja, wie du es drehst oder wendest, es ist einfach. Also, nach den ersten 1 Stunde 40 Minuten kann ich auf jeden Fall schon mal ganz doll sagen, ein Elden Ring Speedrun ist viel spaßiger als das hier. Guck mal, was ist das denn für ein scheiß Kampfsystem? Was ist das für eine Kacke? Du musst eigentlich Fernkampf spielen. Ich kann den Dieb nicht nehmen. Dieb ist eine scheiß Klasse ohne den Enterhaken am Anfang. Kannst du nichts machen. Und selbst mit Enterhaken ist nicht gesagt, dass es dann easy wird. Guck dir die Scheiße an. Du kannst sie nicht anvisieren. Die rennen nur vor dir weg. Benutzen nur Schild. Es ist einfach ekelhaft. Du kannst sie nicht stunnen. Du wirst aber selber gestunt. Also, das macht mich so sauer. Weh, ich komme hier nicht durch. Dann flippe ich aus. Ja! Ja! Ah, es ist das spaßig. Ist das geil, komm her. Kannst du mal stehen bleiben, du Wilder? Wieso rennen die immer so dumm rum? Geh mal rüber und mach mal auf. Kannst du aufmachen? Danke. Ey, selbst wenn ich den perfekt, die perfekte Routing hab, ne? Ich bin jetzt 1 Stunde 40. Also selbst wenn ich es besser gespielt hätte, wäre ich bei 1,20 oder so. Also das war schon mal viel schneller als Dieb. Das war ja so viel schneller als Dieb. Hilfe war das schneller. Was haltet ihr also davon, wenn ich mir hier am Stein zwei random Vasallen mitnehme, die umsonst sind? Das sind ja Capcom-Vasallen. Ich guck mal. Ich kann mir ja meine eigenen Regeln machen. So ist ja nicht. Capcom-Vasallen würde ich mir selber erlauben. Die sind auf meinem Level, da kann ich nicht schießen. Ich kann mir da nichts rübergeben, kein gar nichts. Das würde ich mir selber, glaube ich, erlauben.
Weil sonst wird das zu nervig, glaube ich. Das heißt, der Plan ist jetzt, die Mission in der Hauptstadt zu machen, dann nach Melve. Und in Melve unbedingt den Drachen abschießen und dann den mystische Klinge zu nehmen. Und mit mystische Klinge dann das Game durchzuspielen. Über die Medusa könnte man nachdenken, ja, das denke ich mir auch. Medusa habe ich auch schon überlegt. Der muss er, aber die muss er halt schaffen. Ich könnte mir das Schild holen, aber ja, das ist alles wieder viel Umweg und so. Ne? Ist halt die Frage, wie doll sich das lohnt. Wenn sich das lohnt, kann man darüber auf jeden Fall nachdenken. Der Medusa-Bogen wäre halt übel nice, weil man damit schnell leveln kann. Der ist stark. Und ich weiß, wo es den gibt, aber das ist ein Umweg von mindestens 20 Minuten erstmal dahin latschen, die Medusa auch killen. Nicht so einfach. Machbar, aber nicht so einfach. So, falls die Frage schon kam, was glaubst du, wie lange wir für den Durchlauf brauchen? Ja, ich hatte mal so gedacht, 2 Stunden. Das war aber da war ich mir aber noch nicht sicher, welche Missionen wichtig sind. Ich würde sagen, wenn ich gut durchkomme, 2,5 bis 3 bis 3,5 Stunden, sowas. Und wenn ich ihn dann optimiert habe, unter 3 Stunden. Ist ja halt, ist auch viel Routing, ne? Du siehst ja jetzt schon, mache ich viel bessere Routings und alleine durch das nicht unnötig überall dreimal hinlaufen, bin ich halt schon viel schneller. Und nachts rausgehen ist halt übel scheiße. Wieso gibt's hier keine Bank? Wieso gibt's hier nirgendwo eine Bank? Ja, nachts hier langlaufen ist halt Selbstmord eigentlich. Komm mal, 40 Minuten und ich habe noch nicht mal 2 Brandmissionen gemacht. Also, was auch immer das mit diesen 54 Minuten auf sich hat, das ist komplett gecheased. Also, das muss komplett gecheased sein. Da machst du gar keine Mission, kein gar nichts. Wahrscheinlich machst du noch einen Exploit, dass du Max-Level bist oder so. Aber das geht gar nicht hier. Das kannst du komplett vergessen. Also die Brandmission machst du dann aber auf gar keinen Fall. Würde ich mich fast drauf festlegen. Kann mal langsam wieder Tag werden? Ach du Scheiße! Da ist ein Kopfloser. Im Early Game, was ist das denn? Ja, so viel Glück musst du halt erstmal haben, ne? Ja, so viel Glück musst du halt erstmal haben. Was ist das? Wie kann das? Also, kann der mal weggehen? Aber das ist auch so schlecht. Haut er bei Tag ab? Ja, es ist auf jeden Fall, es ist ein schwieriger Run. Ich hatte irgendwie gedacht, es ist übel easy, der Speedrun, aber der ist gar nicht easy. Also jetzt auch mit einem Vasall mehr, mit 2 Vasallen mehr, ist es jetzt nicht so ein Selbstläufer. Also du musst ja auch leveln. Wenn ich überlege, ich muss am Ende den Drachen besiegen. Wie soll ich später den Drachen besiegen? Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich muss den Medusa-Bogen quasi spielen, um zu leveln. Fährt gar kein Weg dran vorbei. Ich muss den Medusa-Bogen spielen, um zu leveln. Weil sonst keine Chance. Jetzt kommt er mit seinem fucking Stein da an, wirft mich ab und ich bin tot. Alter, die wollen mich da wirklich verarschen. Die wollen... Also, das ist ja so ein rigged Run. Der Kopf los und dann kommt der Greif. Na klar. Wieso kommt hier nicht noch ein Drache? Keine Ahnung. Na klar, ich könnte auch versuchen, einfach auf Level 1 nach Bartal rüber zu rennen. Durch den Sphinx-Gang. Und dann da immer One-Shot sein. Aber irgendwie erschließe ich mir immer noch nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Rein auch levelmäßig und ich bin von allem ja One-Shot. Das Kampfsystem gibt das einfach nicht her, dass du einfach an allen vorbeiläufst und so. Ist ja nicht so, als würde ich das nicht gerne machen, aber das Kampfsystem gibt es irgendwie nicht her, finde ich. Denk an die Balliste, ja, das weiß ich ja. Andere Möglichkeit habe ich eh nicht, den Drachen zu besiegen. Ich hoffe einfach, dass ich den diesmal bewegen kann. Das war ja mein Problem. Ich wollte eigentlich noch bei Brand die Mission abgeben, um zu leveln, aber ich glaube, es ist erstmal egal, ne? Bitte keine Kämpfe, bitte keine Kämpfe. Obwohl mittlerweile, doch, gib mir Kämpfe, weil ich will leveln. Nur kein Boss, bitte. Ich sag auch noch, bin nur kein Boss, bam, Boss. Boss, der mir am besten noch schön... Wie weit ist es noch? Ja, von dem Karren kann ich mich schon mal verabschieden. Ja, von dem Drachen, von dem Karren kann ich mich verabschieden. Ey, guck dir die Lebens... Das macht keinen Sinn, das kostet viel zu viel Zeit. Selbst wenn ich den schaffe und der Karren überlege, ich bin dann schon 3-mal da. Und es ist Nacht, das heißt richtig schön viele Geister. Das Opel gerade zu sehen. Es fühlt sich auch so an. Weiß ich nicht, ob ich das morgen, übermorgen noch weitermachen will, die Speedruns. Um echt zu sein. Und auch dieser Stun jedes Mal und nicht die Möglichkeit auszuweichen. Am besten noch kurz vorm Ziel sterben, das wär's. Das wäre doch geil.
I feel at peace to gaze upon it. Hier ist kein Drache. Wieso nicht? Wieso ist hier kein Drache? Kann das alles nicht mehr. Der Karren ist also mandatory. Und klar kommt da ein Boss. Und auch noch der schlechteste Boss von allen. Boah, ich kann das alles nicht mehr. Das ist nicht mein Game zum Speedrun. Das mache ich wahnsinnig. Das kann ich nicht. Ich bin schon wieder eine Stunde drin und ich bin nur von A nach B am Laufen. Weil du mit dem Karren hin musst. Ja, ich musste also den Boss besiegen. Ich kann das nicht.